Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac-Hilfen. Ja, wie ihr schon an der Qualität bemerkt, je nachdem denke ich mal, bei meinen vorherigen Tests mit Audacity, wo ich meine Stimme selbst aufgenommen habe, habe ich es zumindest extrem gemerkt, dass die Qualität, also man kann eigentlich sagen, sich ein bisschen verschlechtert hat. Warum bitte ich um Entschuldigung? Ich habe ein Wireless-Headset jetzt, kein Kabelbundes mehr, weil ich in dem Laden, wo ich es mir gekauft habe, und zwar bei Steg Computer, die hatten leider Gottes nur Logitech Wireless und ich wollte mir eigentlich eins von Sennheiser holen, aber die waren auch schon ausverkauft und dann hätte ich es wieder bestellen müssen und das wäre wieder ein Papierkram gewesen. Wirklich so, ist wirklich so. Und jetzt habe ich einen netten kleinen USB Wireless Empfänger auf einem Ständer. Und ja, ich hoffe, meine Qualität ist angenehm für euch und sollte es noch schlimmer werden, die Qualität, wo ich nicht hoffe, damit ich einfach um Entschuldigung. Nur, dass ihr es wisst. Also, das ist das Infovideo vom April 2011. Was gibt's Neues zum Kanal Linux, Windows, Mac-Hilfe? Eigentlich nichts. Mac-Videos werden nicht kommen. Nein, Scherz. Also, Mac-Videos kommen. Auf jeden Fall. Ich lüge euch jetzt nicht an. Es dauert einfach wirklich sehr lange, ne? Der Tobias hat wirklich viel zu tun, programmieren, er macht ja auch eigene Webseiten für andere Leute. Und deswegen, er ist momentan sehr, sehr, sehr gestresst. Einfach nur, dass ihr es wisst. Dann, was ich euch auch noch sagen wollte, ist zum Forum. Wir starten unseren Firefox-Browser. Ich habe ihn schon mal so eingestellt, dass er automatisch die Seite flightgear.de.vu aufruft. Das könnt ihr unter Bearbeiten, Einstellungen machen und dann einfach unter Startseite, aktuelle Seite verwenden. Dann wird das mal so aufrufen. Ja, ihr seht schon die Seite Joomla. Open Source, Metals, finde ich sehr toll. Danke nochmal an Jan, Gila und Lukas, die das für mich gemacht haben. Und hier wird es einen eigenen Download-Bereich geben für die Sceneries und auch hier haben wir noch eigene Flugzeuge für die Community selbst erstellt. Und wenn wir hier auf Forum klicken, dann werden wir hier zum Forum weitergeleitet. Das wäre einfach im Unterverzeichnis PHP-BB3. Und die Forum-Software basiert ja auch auf PHP-BB3, also es ist ja PHP-BB3. Und ja, also eben wie gesagt, insgesamt sind es 5 Mitglieder, bis heute keiner dazugekommen. Wir haben schon über 200 Gäste gehabt innerhalb von 3 Wochen. Das ist viel, muss ich sagen, für meine Verhältnisse ist es viel, weil das Forum noch fast niemand kennt. Und gut, ich habe jetzt auch Werbung gemacht auf Ubuntu Users, OpenSUSE Users und deswegen kann man es eigentlich schon akzeptieren. Und ja, also ich hoffe, es gefällt euch das Forum. Wäre nett, wenn ihr vorbeischauen würdet. Und ja, dann zum Punkt die 2 Detektive. Wie geht's da weiter? Ja, es geht eigentlich so weiter, dass das Skript, da ich ja das allein schreibe, aber auch mit meinem Kollegen zusammen schreibe, beziehungsweise nicht ich nur allein, sondern auch mein Kollege Florian Thyssen, der den Kanal OpenSUSE Streamcast leitet. Mit dem mache ich das Projekt zusammen. Und der Ben macht auch ein bisschen was. Und ja, wer noch gerne mitmachen möchte, also wer noch gerne mitmachen möchte in Rollen, der ist herzlich willkommen. Und zwar, es gibt noch freie Rollen. Gibt's noch Ashley. Und es gibt noch, jetzt müsst ihr, lass mir mal überlegen, ich mache es wie gesagt ohne Skript und unvorbereitet, deswegen. Und das war's eigentlich. Ashley wäre noch frei. Und das war eigentlich sozusagen eigentlich die drittlängste Rolle. Ben und Tom sind eigentlich die Hauptcharaktere und eben auch die längsten Rollen. Die sind auch schon besetzt von mir und Florian. Also Ben bin ich und Tom ist Florian. Und ja, also deswegen, einfach nur, dass ihr es wisst, wer gerne die Ashley-Rolle haben möchte, A-S-H-L-Y, das ist absichtlich so gemacht, nicht A-S-H-E-L-Y, wie man schreibt, sondern wir machen es ohne E. Ja, ich hoffe, es gefällt euch und es wird darüber auch bald ein eigenes Video geben, weil ich
weil ich einfach nicht zu viel verraten möchte diesbezüglich, weil es gibt auch wirklich Leute auf YouTube oder auch auf anderen Videoplattformen, die gerne Sachen nachmachen. Und deswegen also sage ich eigentlich nur Sachen, wo interessant sein könnten zur Geschichte. Ich sage jetzt nicht die ganze Geschichte, ansonsten macht es keinen Sinn, die zu kaufen früher, also später dann. Weil ich werde sie, je nachdem, also ich werde sie als Verkaufsversion rausbringen. Weil man muss sich auch mal überlegen, es in so einem Hörspiel so viel Arbeit reinzustecken, ein halbes Jahr lang dran zu sitzen und dann das Freeware zu machen, kann man. Ich bin am Überlegen, also ich muss gucken. Aber wie gesagt, genauere Informationen bekommt ihr dann in den nächsten, beziehungsweise in 2, 3 Monaten bekommt ihr die nächsten Infos dazu. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Linux-Videos werden auf jeden Fall weitergemacht, ganz klar. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert uns, schreibt Kommentare und ich hoffe, die Tonqualität ist okay. Und okay.